Er soll nichts bekommen. Da sind sich die Deutschen einig. Geht es um einen Millionengewinn, wie aktuell beim Euro-Jackpot, geht der Chef leer aus. Das zeigt eine aktuelle repräsentative Studie von YouGov. 22% der Deutschen würden ihrem Chef einen Millionen-Jackpot ausdrücklich nicht wünschen. Nee, weil es nicht angemessen ist. Der hat genügend wahrscheinlich. Nein, Chef nicht, der ist ja schon reich. Nein, um Gottes Willen. Die haben genug Geld. 5% gönnen ausdrücklich den Schwiegereltern, 6% den eigenen Geschwistern keinen Jackpot. Besonders ausgeprägt scheint die Missgunst der Geschwister in Rheinland-Pfalz. Hier würden sogar 13% der Befragten nicht gönnen können. Dabei würde der aktuelle Euro-Jackpot in Höhe von 90 Millionen Euro doch eigentlich genug Geld bieten, um ein wenig großzügiger zu sein. Wir wissen ja, dass die meisten Menschen Lotto spielen, weil sie von etwas träumen. Und dieses Träumen von Millionengewinn, das bringt zum einen finanzielle Unabhängigkeit und man kann vielleicht sein Leben ändern. Wenn also die Situation eintritt, dass ein anderer sich diese Träume verwirklichen kann, ein anderer, den man kennt, und man selber aber weiter träumen muss, dann ändert sich für eine kurze Zeit der Beziehungsstatus zu diesem Menschen. Wenigstens die über 55-Jährigen sind gelassen. 39% der Befragten gaben an, dass sie eigentlich jedem einen Millionengewinn gönnen. Die ganz klaren Lottogewinner der Herzen, das sind die eigenen Kinder. Nämlich immer dann, wenn man sich mit anderen mitfreuen kann, dann scheint das Gönnen in Deutschland besonders ausgeprägt. Also, wenn Sie den Jackpot nicht selber knacken, wissen Sie jetzt, wem Sie die Daumen drücken sollten. Erst recht als Chef.